Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, Hank ist still alive and kicking. Und ja, ich habe ein bisschen eingekauft in der Zwischenzeit. Schauen wir mal an, was es denn so alles Neues gibt. Wir haben immer noch im ersten Slot Emmeline's Wächter. Dann habe ich mir eine überlegene RPK geholt. Hier haben wir immer noch die abgesägte Schrotflinte drin. Dann gab es ein paar neue Sachen. Das ist jetzt alles bunt zusammengewürfelt. Die einzigen zwei, die miteinander connecten, sind immer noch der alte Rucksack und die Handschuhe von 5-11. Dann gibt es jetzt einen neuen Petrov-Holster wegen dem LMG-Schaden. Dann haben wir noch einen Wyvern-Wear wegen dem Fertigkeitenschaden. Und alles in allem stehen wir recht gut da jetzt, dafür, dass wir Level 18 sind. Fertigkeiten wie immer noch Geschütz und Drohne. So, lange Rede, kurzer Sinn. Noch ganz kurz, bevor es losgeht, was in eigener Sache. Wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich mit Glück Montagabend. Kann ich nicht so genau sagen. Ich produziere die Folgen am Sonntag vor. Denn am 8. und am 9. könnte theoretisch sein, dass ich kein Internet habe, weil ich hier gerade auf ein schnelleres Internet umstelle und nicht ganz klar ist, in welchem Zeitfenster das passiert. Aber ich versuche das Ganze vorzuproduzieren und hochzuladen, bevor das Ganze dann ja, stattfindet. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Bevor uns hier irgendwas überfällt an der Kreuzung, irgendwas anspringt, schauen wir kurz mal auf die Map. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Territoriumskontrolle. Dann gehen wir hier runter in den Bezirk Constitution Hall, machen den Kontrollpunkt, den Nebeneinsatz und ja, schauen, was noch so geht. Zeitrahmen, denke ich mal, so zwischen 30 und 40 Minuten. Hey ho, let's go! Schauen wir mal, wie sich die RPK macht. Ich mag die Waffe eigentlich. Einzige Manko ist, dass sie halt nur 45 Schuss hat. Aber dafür hat sie halt schon richtig gut Punch. Da vorne sehen wir schon unsere Freunde. So machen wir das. Und die klingt halt echt böse, ne? Detecting additional hostile contacts. So, wo sind sie? Da kommen sie. Aber verzieht schon ein bisschen das Ding. Schauen wir mal, was die Emily macht im Vergleich dazu. Ja, die verzieht weniger. Ist natürlich auch ein anderes Kaliber, ne? So, wir reinigen hier mal. Wir reinigen mal die Situation hier. Also von der Emmeline bin ich echt schwer beeindruckt. So, Ausstattungsbehälter, wo ist der? Wo ist der Ausstattungsbehälter? Da. Kommt denn er jetzt auf einmal her? Okay, das Aufheben hätten wir uns aussparen können, war gerade kurz vorm sowieso auslaufen am Timer. Da war es gut, wenn uns mal ein gescheiter Rucksack reinlaufen würde. Die M1 Klassik ist natürlich auch geil mit Optimist. Elektronik nehmen wir noch mit. So. Dann. Das trifft sich. Wenn wir ganz schnell sind, dann kriegen wir hier sogar noch den Nachschub. Einsatz, den Nachschubkonvoi geknackt. Und wenn die
die da weiterlaufen, dann könnte es sogar sein, dass sie uns während dem Gefecht unterstützen. Constitution Hall. Entdeckt. Gib wieder ein paar XP. Oder haben wir das schon entdeckt? Anscheinend haben wir das schon entdeckt. Rechts ist eine Munitionskiste. Ja gut, wir haben noch genug. Wir haben noch genug Schuss. Da ist er. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Bei dem Pilzgewächshaus. Outcasts are holding civilian captive near your location. His name's Sam. We need you to break him out and release any other prisoners. Okay, jetzt haben wir hier natürlich im Wespennest gesprochen. Das wird aber echt eng hier, Freunde. Spektakel. Rescue the prisoners. Someone must know where they're keeping Sam. So, den Konvoi müssten wir ja auch gekillt haben. Schauen wir mal, was da alles gedroppt ist. Nein, ich nehme wieder mit. Jetzt bin ich schon wieder durcheinander. Ne? Wie gesagt, gestern der Livestream mit Division 1. Geschütz geht nicht zum Aufsammeln und hier geht's wieder. Da oben ist auch irgendwas gedroppt. 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 Schauen wir hier. Panzerweste Big Drum. Panzerweste Big Drum. Okay, pass auf, wir nehmen die Munition für die RPK. Genau, und jetzt schauen wir mal hier rein. Schon wieder Big Drum. Normalerweise müsste ich mit der RPK aus dieser Bretterwand da hinten Kleinholz machen. So. Oh, was benannt? Das habe ich gar nicht gesehen. Surprise, surprise. Jetzt geht es langsam los mit dem besseren Loot, Freunde. Lol, Emmelines Wächter, aber... Das ist witzig. Schauen wir es uns gleich mal an. Wir haben ja die 17er und hier ist die 18er. Höhere Werte, ist klar. So, können wir uns genau gegenüberstellen. 1,9,2. Aber, wie ihr seht, ne, bei Stufe 18 ist 2% Chance auf kritische Treffer nicht das Maximum. Bei Stufe 17 anscheinend schon. Optimale Reichweite. Der Rest ist ja gleich. Ne? Ein höherer Schaden. Komm, die rüsten wir aus. So. Da müssen wir natürlich gleich noch die Mods. Zack. Was haben wir hier? 10% Präzision. Optimale Reichweite, noch mal optimale Reichweite. Mhm. Okay. Kein schlechtes Ding, ne? Würde ich sagen. Hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt.
Nehmen wir das mal auf. Gefangene befreien. Ach, die sind hier drin. Bin ein bisschen irritiert, weil ab und zu gibt es hier ja auch einen Kopfgeldeinsatz. Da muss man dann da hinten weiter. Los, raus mit euch. Lasst euch nicht nochmal erwischen. Boah, ist das mies in den Containern. Ist das mies. Sam Welford. Schauen wir mal, was hier noch so passiert. Munition, genau. Sehr gut. Dachte ich mir doch, dass es ein Stück weiter geht. Muss man aufpassen, ne? Also diese Suizidtypen hier, die können das Ende bedeuten, wenn wir nicht aufpassen. Hier ist die Kiste. Ich wusste, hier ist irgendwo eine Kiste. Alp Summit. Ich brauche einen Rucksack, Freunde. Dann sind wir nämlich komplett auf dem Level 18. Wäre natürlich nicht schlecht. Ich brauche ich da unten. Dich muss ich killen. Komm nur hoch. Idiot. So, du bist mittlerweile in Granatenwurfreichweite. So. Rucksack. 5-11 Rucksack. Als ob das Spiel mich gehört hätte. Aber das Talent ist natürlich. Aber das ist okay. Erhöht den gesamten Waffenschaden um 25%. Wenn wir gut aufpassen, haben wir da einen relativ starken Buff. Ich meine, Blutsauger ist natürlich Blutsauger, ne? Egal. Aber so sind wir jetzt relativ gut aufgestellt, würde ich mal sagen. So, raus mit dir. Had myself pegged as just another victim of this whole situation. Thanks for changing that narrative, bud. Das ist doch nicht alles, oder? There's bound to be more of these fuckers inbound. Na, ich weiß. Find a position. Get your ass ready. Jetzt noch einmal her. Nettes kleines Gefecht. I think we're good. Thank you, Agent. You're welcome. Send word to Henry and make sure these people make it back to the campus safely. So, da geht's nicht hoch, da müssen wir hoch. Blaupause pro Leuchtpunktvisier, okay.
jetzt hier. Und so kommen MK16. Ich denke, die Drohne brauchen wir jetzt nicht mehr. Können wir deaktivieren. Zack. Gibt es hier noch irgendwas? Irgendwas Verstecktes? Nein? Okay. Was haben wir hier noch? Munition. Mich interessiert immer, was da hinter diesen Fenstern ist, ob es da irgendwas zum Looten gibt. Deswegen muss ich da immer reinschauen. Aber hier ist Fehlanzeige. Also, raus hier. Das können wir alles mitnehmen. Kinderjacke auch. So. Also. Die Geisterbahn. Propagandasendung. Wir machen erstmal hier schnell das Safehouse frei und dann machen wir hier Propaganda und Kontrollpunkt. Die liegen ja dann eh auf dem Weg. Wieder geschossen auf offener Straße. Ah, es ist ein brutales Leben in Washington, Freunde. Ein brutales Leben. Shit. Es geht gleich los. Wir kommen gar nicht hin, ohne dass es knallt. Okay, Freunde, dann eben so. Oben ist einer. Oh. Ja, da muss man aufpassen, ne? Aus dem Nichts auftauchen. Okay, der ist gefährlich, den muss man haben. Näher ran. Access key detected. Also das mit den 25% mehr Waffenschaden scheint gut zu funktionieren. Friendly combatants detected. Sage ich jetzt mal. Der Ausstattungsbehälter, der ist da drüben irgendwo. Geschützt, jetzt kann man es so deaktivieren, denke ich mal. Bei unseren Cooldown-Werten spielt es da eigentlich auch keine große Rolle. Mal erst im Endgame, wenn man halt so ein Technik-Set hat, das wirklich schon von Haus aus gute Cooldown-Zeiten hat, spielt das mit dem Geschütz aufheben wirklich eine Rolle. Eine SIG MPX. Nice. Ist auch eine sehr schöne Waffe. So, das Archiv wartet auf unsere Freischaltung. Zack. Post-outbreak population register. Civilians, missing persons, cons. Looks like the other agents have been keeping busy. Portable electronic device detected. Securing this area won't be easy, but I know that you can do it. Give him hell, agent. You can do it. So. Jetzt haben wir natürlich alles schön aufgedeckt. Constitution Hall. Gar nicht so einfach. Ja, und der Plan war Propagandasendung und den Kontrollpunkt, ne?
Geisterbahn. Das hieß früher Spukhaus, glaube ich, ne? Was ist hier los? Ach, das sind die Hampels. Ach komm. So, ich will mich aber von auf der gleichen Höhe der Propagandasendung nähern, denn ansonsten kommen wir nämlich sofort schon in den Einflussbereich von dem Kontrollpunkt. Und das möchte ich doch gern vermeiden. Da vorne ist die Propagandasendung. Das heißt, wir bleiben schön hier auf dem Bürgersteig. The truth doesn't think we are deranged. They call us monsters. But I say there's nothing more deranged and monstrous than tearing a child from its family and leaving it to die terrified and alone. Das war einschneidend. Da oben ist natürlich gleich mal wieder so ein Konvoi unterwegs. Jetzt müssen wir aufpassen, wo sie kommen. Da kommt so ein Irrer. Den müssen wir als erstes ausschalten. Da kommt er. Hoffentlich greift die Drohne jetzt nicht aus Versehen irgendwas an. Aber die kann man jetzt nochmal zurückholen. Mit Doppel-E. Okay. Wieder ein Irrer, Vorsicht. Ich habe ihn schon irgendwo gesehen, da hinten. Geschütz hatte schon den Konvoi. Kommst du her? Machen wir es lieber aus, bevor es dann doch noch den Konvoi eingreift. Au. Jetzt haben wir 4 Sekunden keinen Schaden mehr. Die Drohne greift halt echt original alleine an. Zack. Erledigt. Komm her. Komm zurück. Ist das geil. So, das haben wir auch geschafft. Ein Rush 24 Rucksack. Nee, wir sind gut bedient. Hostile Control Point nearby. Hostile Control Point. Schauen wir mal, wie das geht. Gut, jetzt im Story Mode, sage ich jetzt mal. Es hört sich so an, als würde ein Sturm kommen. Sehr schön. Spektakulärer Abschluss fürs heutige Video. Reinforcements incoming. Aufpassen, da hinten links in der Straße sind nämlich auch welche drin, die habe ich vorhin gesehen. Munition haben wir noch genug. Ferngesteuerten Auto.
Da sind unsere Jungs, sehr schön. So, wir können langsam. Oh, das war so klar, dass die natürlich wieder. Es ist immer so. Die werden immer durch irgendeinen Quatsch aufgehalten. Aber gut, wir können hier von der Seite auch in den Kontrollpunkt einsteigen. Ja, kommen wir hoch. Wir müssen auf alle Fälle da rein. Und zwar jetzt. Auch hier hätte ich normal durch die Bretter durchschießen können. Da und der Sturm bricht los. Auf der Höhe des Gefechts. Perfekt. Die kommen gar nicht nah. Die werden gar nicht nah rankommen. Sollen wir sie ein bisschen näher rankommen lassen? Lassen wir sie näher rankommen, damit sie wenigstens ein bisschen das Gefühl haben, sie hätten eine Chance. Ja, also im Story-Modus die Kontrollpunkte. Sehr einfach, klar. Stufenaufstieg, Level 19. Und Hank lebt immer noch. Mit dem Hintergrund Beifall von den Meerschweinchen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. So, was haben wir hier? Müssen wir uns alles in Ruhe anschauen. Unten ist noch eine Waffenkiste. Zack! Eine Tommy Gun. Dann geben wir ihm hier noch was. Hi there, Agent. We're good on supplies. Oh, wir haben ja einiges gesammelt, da sehe ich gerade. Ich dachte, wir hätten gar nicht mehr so viel. So. Sieht man auch, dass man das Zeug jetzt besser sieht. Ne? Klar, dass die Erkennungsreichweite ist erhöht worden. Das ist so ähnlich wie beim Survival. Im ersten Teil, wenn man Wasser getrunken hat, konnte man ja die einzelnen Lootbehälter auch besser sehen für eine gewisse Zeit. Und so ist es hier halt, wenn man komplett einen Kontrollpunkt mit Ressourcen versorgt. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen, ja, so mehr so gewesen wäre wie im ersten Teil mit Wasser trinken. Aber was soll's. Es ist, wie es ist, ne? Da müssen wir damit leben. Haben wir ja schon oft durchdiskutiert, die Geschichte. So, damit wäre die Kreuzung hier auch gesäubert vom Abschaum. Herrliches Wetter. Hanks Lieblingswetter. Hank liebt den Sturm. Und der Sturm liebt Hank. Wow. Zeit für ein Tänzchen.
Ja. Dann sind wir jetzt tatsächlich schon bei den 30 Minuten angekommen. Was haben wir denn sonst noch hier? Ja. Ich sehe gerade, dass ich dem Hank seine Emotes noch gar nicht richtig eingestellt habe. Egal, Freunde, wir sind am Ende der heutigen Episode. Das eine Leben des Hank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen freuen. Wie gesagt, denkt dran, wenn die nächsten ein, zwei Tage irgendwie Flaute hier sein sollte, dann liegt es daran, an meiner Internetgeschichte. Aber ich komme wieder und auch Hank kommt wieder und dann seid ihr hoffentlich wieder alle mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Bleibt gesund. Einen guten Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal, euer Ü40.